Willkommen bei HFM Money, mein Name ist John Schmidt. Heute spreche ich über meine 10 Börsenverbote. Das allererste ist Hebeln. Niemals darf man an der Börse mit geliehenem Geld handeln. Auch keine Turbo-Zertifikate oder CFDs oder was es da sonst noch so alles so gibt. Was auf den ersten Blick reizvoll klingt, mit mehr Geld als man eigentlich hat handeln, um mehr Gewinn zu machen, endet meistens im Totalverlust. Das zweite Verbot ist, zu viel Geld in einer einzelnen Aktie investiert zu haben. Ich würde davon abraten, mehr als 10% in einer einzelnen Aktie zu investieren. Und auch bei 10% sollte es ein sicherer Wert sein und kein Risikowert. Verbot Nummer 3. Geld investieren, das man bald braucht. An der Börse sollte man nur Geld investieren, bei dem man sich sicher ist, dass man in den nächsten 5, besser noch 10 Jahren, nicht darauf angewiesen ist. Auf keinen Fall sollte es einem passieren, dass man den schon längst geplanten Hauskauf absagen muss, weil es einen Börsencrash gegeben hat. Verbot Nummer 4, und ich glaube, diesen Fehler machen sehr viele, ist der Versuch, Verluste wieder zurückgewinnen zu wollen. An dieser Stelle möchte ich direkt erstmal André Costolani zitieren. Gewinnen kann man, verlieren muss man, zurückgewinnen ist unmöglich. Viele Aktionäre versuchen leider, ihre Verluste mit besonders aggressivem Handeln wieder wettzumachen. Das führt meistens nun in eine Abwärtsspirale und zu immer mehr Verlusten. Verbot Nummer 5 ist es, nach einem Profit übermütig zu werden. Nach einem Gewinn ist es leichter, Versuchung zu erliegen, dass das gewonnene Geld nur dem eigenen Genie zuzuschreiben sei. Man ist der Schlauste und weiß alles besser. Die Rolle des Zufalls unterschätzen die Aktionäre meistens leider. Wer zum Beispiel im März eingestiegen ist, konnte quasi kaufen, was er wollte und hat wahnsinnige Gewinne mitgenommen. Es sei denn, er hat Wirecard gekauft. Ich möchte euch gerne ein sehr gutes, zu dem Thema passendes Buch empfehlen. Narren des Zufalls, die Rolle des Zufalls in unserem Leben von Nassim Nicholas Taleb. Ich glaube, dieses Buch wird viele etwas demütiger machen. Das sechste Verbot ist, auf toten Aktien einzuschlafen oder noch schlimmer, nachzukaufen, um den Einstiegskurs zu senken. Jeder kann mal eine schlechte Aktie erwischen, doch spätestens wenn der Insolvenzeintrag eingereicht ist, dann sollte man froh sein, wenn man überhaupt noch etwas bekommt und verkaufen. Die Aktie Wirecard notiert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme immer noch bei 2,51 Euro. Das entspricht einem Börsenwert von 288 Millionen Euro. Das heißt, es scheint da draußen immer noch ein paar Bekloppte zu geben, die glauben, dass nach Begleichung aller Schulden immer noch mehr als 288 Millionen Euro für die Aktionäre übrig bleiben. Ich vermute, dass viele Aktionäre von Pleiteunternehmen sich auch irgendwann einfach denken, ach, jetzt kommt es ja auch nicht mehr darauf an. Ich finde jedoch, auch wenn es nur 20 oder 30 Euro sind, verschenken muss man es ja auch nicht. Außerdem ist auch eine Depotleiche auch wirklich keine schöne Sache. Da will man eigentlich nicht jedes Mal daran erinnert werden, wenn man sich bei seinem Broker einloggt. Das Einzige, was noch schlimmer ist, als solche Aktien zu halten, ist noch nachzukaufen, um den Einstiegskurs zu senken. Bei Angst und Gier setzt das Gehirn ja bekanntlicherweise manchmal aus. Kommen wir nun zum siebten Verbot. Rücksicht nehmen auf alte Kurse. Ich bin mir sicher, du hast schon mal folgenden Satz gehört. Also noch tiefer kann die Aktie ja gar nicht fallen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Doch, sie kann. Wenn eine Aktie tief gefallen ist, ist das nicht ohne Grund passiert. Das gleiche gilt natürlich auch für die andere Richtung. Das achte Verbot ist ein Warren Buffett Zitat. Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäftsmodell du auch verstanden hast. Dadurch, dass er sich immer an diese Regel gehalten hat, sind ihm allerdings auch schon viele tolle Aktien durch die Lappen gegangen. Amazon, Alphabet und auch in Apple hatte er erst sehr, sehr spät investiert. Die großen Fehlgriffe bleiben so allerdings auch aus. Das neunte Verbot sind schnelle Gewinnmitnahmen. Man hört es nur allzu oft. Hat jemand eine Aktie mit 10% im Plus verkauft, war es eine gelungene Spekulation. Ist die 30% im Minus eine langfristige Investition. Der Spruch, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, sollte man also ganz schnell vergessen. Mein zehntes Verbot ist es, eine Aktie ausschließlich aufgrund des Tipps von jemand anderem zu kaufen. Natürlich kann es passieren, dass man eine tolle Aktie empfohlen bekommt. Doch selbst wenn man dieses seltene Glück hat, ist es so, dass wenn die Aktie mal runtergeht, es psychologisch sehr schwierig wird, daran festzuhalten, wenn man ja eigentlich nicht selbst daran glaubt. Bitte liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.